Verzeihung, sind Sie nicht der Lieblingssklave von Potiphar? Gewesen, ja. Gewesen? Sind Sie in Ungnade gefallen? So kann man es nennen. Ja, das ist halt so das Schicksal eines Sklaven. Wie war doch gleich Ihr Name? Josef, Sohn Jakobs, eines Nomaden aus Kanaan. Richtig, richtig, ja. Hab mich damals gewundert über diesen ungewohnten Namen. So. Und Sie kommen aus dem Bergland im Nordosten? Ja. Aber da waren doch lange keine Raubzüge unserer ruhmreichen Armee. Wie sind Sie denn da zum Sklaven geworden? Meine Brüder haben mich verkauft. Ihre Brüder? Entschuldigung, wenn ich lache. Aber das finde ich zu komisch. Wohl ein Familienstreit, wie? Dumme Fragen. Natürlich ein Familienstreit. Erbschaftsangelegenheit? Nein, es war Neid. Neid? Ich war der Liebling unseres Vaters Jakob und meine Brüder, wenigstens die 10 Älteren, die warfen mir vor, das sei mir zu Kopf gestiegen. Naja, vielleicht haben sie gar nicht so unrecht. Da müssen sie doch sehr jung und unreif gewesen sein. Dafür hätten ihre Brüder aber Verständnis haben sollen. Nun, Gott hat es so zugelassen, dass es so kam. Sie meinen Ra, den Sonnengott? Nein, ich meine den einzig wahren Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der hat mit den falschen ägyptischen Göttern gar nichts zu tun. Aha, und wessen Gott ist das? Na, der Gott der ganzen Welt. Oder verstehe ich Ihre Frage falsch? Na, ich meine, von welchem Volk wird dieser Gott angebetet? Also von uns. Wer ist das? Na, mein Vater und seine Familie. Ah, so. Alle Völker der Erde haben falsche Götter. Nur ein gewisser Jakob mit einer zerstrittenen Familie, nomadisierender Viehzüchter im kanaanäischen Bergland, der betet den einzigen wahren Gott an. Ja, spotten Sie nur, aber so ist es. Dieser Gott hat mich auch bis hierher geleitet. In die Sklaverei? Und ins Gefängnis. Ein sehr fürsorglicher Gott. Hätte es mir nicht viel schlechter gehen können? Auch ein Argument. Aber schön, wenn man so veranlagt ist, dass man den schlimmsten Dingen noch eine positive Seite abgewinnen kann. Besonders Sie, junger Mann, können diese Eigenschaft gut gebrauchen, wo Sie offenbar so ein Pechvogel sind. Ich bin kein Pechvogel. Ich stehe unter Gottes Führung. Ja, schon gut. Wir wollen uns nicht darüber streiten. Und können Sie mir auch erklären, wie Sie unter Gottes Führung hierher ins Gefängnis gekommen sind? Durch Verleumdung. Aha, erst Neid und dann Verleumdung. Und wer hat Sie verleumdet? Potiphars Frau. Psst, nicht so laut, Mann. Wenn das jemand hört, kriegen Sie noch Schläge und einzelhaft dazu. Der Aufseher schätzt mich. Aha, Sie scheinen einer von jenen zu sein, die immer auf die Füße fallen. Eben haben Sie noch gesagt, ich sei ein Pechvogel. Ja, es geht offenbar immer auf und ab bei Ihnen. Wenn das alles unter Gottes Führung passiert, wie Sie sich ausdrückten, dann ist diese Führung aber reichlich verwirrend und kompliziert. Gerade da zeigt sich die Weisheit des Plans, den er mit mir hat. Scheint mir eher planlos, dieses dauernde Hin und Her. Aber was ich noch fragen wollte, womit hat die vornehme Dame Sie denn verleumdet? Ich wäre zudringlich geworden, hat sie behauptet. Und? Wie und? Na, war was dran an der Behauptung? Gar nichts. Wirklich nicht. Nicht mal ein vorsichtiger Versuch. Verstehen könnte ich sie. Im Gegenteil, sie wollte dauernd was von mir. Mhm. Ja, ich glaube Ihnen sogar, Josef. Ich sag's ja, Sie sind ein Pechvogel. Da nützt es auch nicht viel, dass Sie beim Aufseher einen Stein im Brett haben. Mit so einer Anklage kommen Sie hier nie wieder raus. Es ist noch nicht alle Tage Abend. Das stimmt, Sie sind jung und halten noch gut 40 oder 50 Jahre aus hier drin. Oder Gott führt mich hier heraus. Ach ja, richtig. Der Gott Ihrer zerstrittenen Nomadenfamilie, er hat ja einen Plan mit Ihnen. Ja, so ist es. Sie müssen endlich Jakob sein. Woher kennen Sie mich? Ich kenne Sie gar nicht, nur Ihren Namen. Sie haben ihn ja weit vor sich her ausposaunt. Ausposaunt? Na also, angekündigt. Es begegnete mir eine Ziegenhirte. Und als ich die Hirten fragte, bekam ich zur Antwort, das Vieh gehöre ihrem Herrn Jakob. Der sende es als Geschenk an seinen Bruder Esau. Ja, das habe ich so befohlen. Dann folgte eine beachtliche Schafherde mit dem gleichen Ziel, wie man mir bereitwillig erklärte. Kaum hatte ich mich von meinem Staunen erholt, da tauchte eine Herde edler Kamele auf. Und nicht genug damit, es folgten noch Kühe und schließlich Esel. Es sieht aus, als wollte dieser Jakob sich mit aller Gewalt arm schenken. So darf es ruhig aussehen. Ich habe genug. Ich kann mir nur zwei Erklärungen für so ein maßlos übertriebenes Gastgeschenk denken. Entweder Sie lieben Ihren Bruder über alles. Oder? Oder Sie fürchten ihn. Ich scheine den schwachen Punkt getroffen zu haben. Und wie kommen Sie darauf, dass ich nun dieser Jakob bin?
Na, Sie sind der Letzte. Zwei Hauptkontingente, strategisch gestaffelt, sind den Vorausabteilungen gefolgt. Aber der Chef war nicht darunter. Schließlich kam noch die Familie, aber auch sie ohne den Vater. Na, dachte ich, irgendwann muss der Mann ja auch mal selber kommen. Und tatsächlich, ein einzelner Mann hinkt durch die Wüste. Das müssen Sie ja nun wohl sein, Herr Jakob. Ich heiße nicht mehr Jakob. Oder jedenfalls nicht nur. Mein neuer Name ist Israel. Und Sie sind der Erste, der das erfährt. Bin gerührt von so viel Ehre. Israel, Gottesstreiter. Also, ehrlich gesagt, nach einem mutigen Streiter sieht Ihr Einzug im Lande nicht gerade aus. Eher nach einem Hasenfuß, ich weiß. Ja, so drastisch wollte ich nicht gerade sagen. Wir wollen die Dinge ruhig beim Namen nennen. Ich schäme mich auch nicht meiner Vorsichtsmaßnahmen, da ich noch nicht weiß, was die 400 Berittenen zu bedeuten haben, mit denen mir mein Bruder entgegenkommt. Aber der Vollständigkeit halber will ich noch dazu sagen, dass die Lage sich verändert hat. Als ich die Geschenke vorausschickte, da wusste ich noch nicht, dass Gott mit mir ist. Und jetzt wissen Sie das? Ja. Und haben keine Angst mehr? Das will ich nicht sagen. Ich weiß immer noch nicht, ob die 400 Reiter ein gutes oder ein schlechtes Vorzeichen sind. Aber ich bin sicher, dass Gott mit mir ist. Auch wenn es zu einem Kampf kommen sollte. Und woher wissen Sie das auf einmal? Er hat es mir gesagt. Aha. Und wie? Ich meine, kam eine Stimme vom Himmel oder... Er selber war da. Oder ein Engel, ich weiß es nicht genau. Er sah wie ein gewöhnlicher Mann aus. Sie erzählen mir da wirklich seltsame Geschichten, Herr Jakob Israel. Also, Gott selber ist Ihnen begegnet in der Gestalt eines Mannes? Das sag ich doch. Ja, und woher wussten Sie, dass es nicht nur ein Mann war? Fragen Sie nicht weiter. Es war eine geheimnisvolle und wunderbare Begegnung. Und dabei hat er gesagt, dass er mit Ihnen ist und für Sie streitet. Und seitdem nennt Sie sich Israel? Er nannte mich so. Außerdem heißt Gottesstreiter nicht, dass er für mich streitet, sondern dass ich mit Gott gestritten habe. Was? Sie haben... Mit Gott gerungen, ja. Bis vorhin, als die Sonne aufging. Mit Gott gerungen, so. Und darf man mal fragen, wer gewonnen hat? Ich hielt ihn fest, bis er mir einen Schlag auf die Hüfte gab. Deswegen hinken Sie so. Ich habe nicht den Kampf gewonnen, aber ich habe durch den Kampf gewonnen. Verstehen Sie? Nein. Gott ist immer stärker, aber manchmal lässt er sich etwas abbringen. Was haben Sie ihm denn zum Beispiel abgerungen? Seinen Segen. Segen? Also Sie machen es einem wirklich schwer zu folgen, Herr Gottesstreiter. Segen, den erbittet man gewöhnlich von seinem Gott. Oder man erwartet ihn im Tausch für seine Opfergaben. Aber man erstreitet ihn doch nicht. Ja, es mag wohl verschiedene Wege geben, Segen zu bekommen. Ich war anfangs auch auf einem falschen Weg. Ich habe mir den Segen des Erstgeburtsrechtes durch Betrug erschlichen. Das passt allerdings nicht besonders gut zusammen, Segen und Betrug. Ah, jetzt verstehe ich auch. Das ist der Grund für Ihr, sagen wir es vorsichtig, für Ihr gespanntes Verhältnis zu Ihrem Bruder. Ja, so ist es. Erst betrügen Sie Ihren Bruder darum, dann ringen Sie mit Gott darum. Ihnen scheint ja wirklich sehr viel am Segen zu liegen. Alles liegt mir daran. Ja, dabei sind Sie doch nun wirklich reich genug. So reich, dass Sie Ihrem Bruder ein Versöhnungsgeschenk machen, von dem andere Nomadenhäuptlinge ihr Leben lang nur träumen können. Sie verstehen das falsch. Segen heißt nicht Reichtum. Jedenfalls nicht nur. Sondern? Eben, dass Gott mit mir ist. Und, ja, sehen Sie, mein Großvater hieß Abraham, hat von Gott eine besondere Verheißung bekommen. Er wolle ihn segnen und durch ihn alle Geschlechter auf Erden. Von seinen Nachkommen, die drüben jenseits des Jordan leben sollen, würde Segen auf alle Völker ausgehen. Und in diesem Plan Gottes möchte ich drinstehen. Und für diesen Segen ist Ihnen nun jedes Mittel recht? Inzwischen weiß ich, dass vor Gott nicht jedes Mittel recht ist. Aber es ist ihm recht, wenn ich darum ringe. Aber wenn es ihm so recht ist, warum hat er Sie denn dann geschlagen? Das gehört auch zu seinem Segen. Verstehe ich nicht. Ist es Gottes Segen, dass er jemanden fast zum Krüppel macht? Also dann verzichte ich gerne darauf. Ja, es ist seine gute Absicht. Er erzieht mich. Er nimmt mir etwas von meiner eigenen Kraft, damit seine Kraft in meinem Leben deutlicher wird. Na, hoffen wir, dass diese Kraft auch deutlich wird, wenn Sie Ihrem Bruder mit seinen 400 Reitern begegnen. Ich weiß nicht, wie das wird. Aber der Herr wird mit mir sein. Ja, Sie gesegneter Gottesstreiter, dann hinken Sie mal weiter in Ihr verheißenes Land. Verzeihung, ich kenne Sie doch. Ich wüsste nicht, woher. Ah, jetzt fällt mir's wieder ein.
Sie waren ja auch nicht zu übersehen. Alles Volk fiel nieder, um das Standbild anzubeten. Nur sie mit ihren Freunden blieben stehen, einsam wie eine Palmengruppe an der Oase in der Wüste. Ich habe ein bisschen aus den Augenwinkeln geblinzelt. Das waren sie doch, nicht wahr? Ja, das waren wir. Darf ich mal nach ihrem Namen fragen? Sadrach. Und meine Zellengenossen sind Mesach und Abednego. Ich wundere mich, dass sie überhaupt noch hier sind und nicht längst einen Kopf kürzer gemacht wurden. Gott hat uns bis hierher geholfen. Gott? Ich vermute eher, dass es die Absicht des Königs war, euch besonders qualvoll sterben zu lassen. Oder in einer groß aufgezogenen öffentlichen Hinrichtung. Es kann nichts geschehen, was Gott nicht will. Na, darüber wollen wir uns nicht streiten. Jedenfalls gibt es für sie keine Rettung mehr. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der König hatte eine Methode bei öffentlichen Hinrichtungen. Die ist sehr attraktiv für das Volk und im wahrsten Sinne des Wortes todsicher. Er lässt die Kupferschmelzöfen besonders anheizen und die Gefangenen oben hineinwerfen. Allein am oberen Rand ist es dann schon so heiß, dass die Soldaten dabei manchmal sterben, die sie da hinunterstoßen müssen. Ein Kommando, zu dem man strafversetzt wird. Sie haben eine besondere Gabe, einem Mut zu machen. Nichts für ungut, Herr Sadrach. Er wollte nur mal sehen, ob Sie wirklich so mutig sind, wie Sie immer tun. Ich bin gar nicht mutig. Ja, Sie geben auf einmal zu, dass Sie Angst haben? Das habe ich nie bestritten. Ich habe nur gesagt, dass mir nichts geschehen kann, was Gott nicht zulässt. Das heißt also, dass Sie gar nicht so sicher sind, dass Ihr Gott Sie retten kann? Falsch. Ich bin sicher, dass er uns retten kann. Aber ich bin nicht sicher, ob er es tut. Dann sterben wir. Aber wir können unseren Gott nicht verleugnen. Ich bewundere Ihren Mut. Es ist kein Mut. Wir haben Angst. Wenn man keine Angst hat, hat man auch keinen Mut. Mut heißt die Angst bändigen. Schön gesagt, Freund. Aber es ist trotzdem kein Mut. Es ist Vertrauen auf Gott. Gott? Ist das der, den Ihr Volk in Juda angebetet hat? Es gibt nur einen Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht und ihm ist alles untertan. Ich hoffe in Ihrem Interesse, dass das stimmt, Herr Sadrach. Es ist die Wahrheit. Wir glauben es. Zittern zwar, aber wir wissen es. Sie sind es, Nehemia. Guten Abend. Sie kennen mich? Natürlich, es war doch nicht zu übersehen, als Sie neulich einzogen in unsere ärmliche Stadt Jerusalem. Eine ansehnliche Begleitung hatten Sie bei sich. Und es ging das Gerücht, Sie hätten einen Spezialauftrag vom persischen König. Aber ich will nicht neugierig sein. Sie tun gut daran. Ihr Name jedenfalls war in aller Munde. Ich hätte nicht gedacht, dass Ihnen dieser Esel gehört. Warum nicht? Wer gewohnt ist, auf Pferden zu reiten, steigt nicht gern auf einen Esel. Ach, der schlechte Weg macht es notwendig. Ja, ich weiß. Und von hier an konnte noch nicht mal ein Esel gehen. So banden sie das Tier hier an und gingen zu Fuß. Und ich wunderte mich, warum hier in den Trümmern mitten in der Nacht ein Esel schreit. Dachte, er hätte sich vielleicht verirrt und wollte nachsehen. Ob noch mehr Leute aufmerksam geworden sind? Weiß ich nicht. Warum liegt Ihnen daran, Ihren Ritt geheim zu halten? Wer sagt Ihnen denn, dass ich ihn geheim halten will? Aber Nehemia, Sie wollen mich doch wohl nicht für dumm verkaufen. Wer stolpert denn in stockfinsterer Nacht durch diese Trümmer, wenn er nicht etwas verbergen will? Was sollte ich schon zu verbergen haben? Auch das ist nicht schwer zu raten. Wirklich? Da bin ich aber gespannt. Na, Blumen pflücken oder Eidechsen fangen könnten Sie besser am Tage. Und einen Schatz gibt es hier sicher nicht. Den hätten schon vor über 100 Jahren die Babylonier mitgenommen. Also kann ich mir nur denken, dass Sie das Gelände inspizieren wollen. Und wozu das? Wenn ein einflussreicher Mann, dazu ein Patriot, mit weitgehenden Vollmachten vom persischen König kommt, wenn er keinen Grund für sein Kommen angibt, aber bei erster Gelegenheit die zerstörte Stadtmauer eingehend besichtigt, dann kann das nur eins heißen. Er will die Mauer aufbauen. Sie sind ein kluger Mann. Ich könnte Sie in meinem Stab gebrauchen. Vorausgesetzt, ich wollte. Warum sollten Sie nicht wollen? Weil das ein sinnloses und aussichtsloses Unternehmen ist. Sinnlos? Aussichtslos? Aber hören Sie mal. Natürlich höre ich. Es bleibt mir auch nichts anderes übrig bei dieser Dunkelheit. Wenn ich sehen könnte, und wenn Sie sehen könnten, würde Ihnen jedes weitere Wort im Hals stecken bleiben angesichts dieser Trümmerberge. Sie müssen mal am Tage kommen, da vergeht Ihnen jede Baulust. Mit Lust hat das nicht viel zu tun.
Ich spüre, dass ich einen Auftrag dazu habe. Sowas können Sie auch nur nachts spüren. Stehen Sie mal bei Licht in diesem Chaos. Ich habe auch beim Sternenlicht erkannt, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Schwierig? Gewaltig, sage ich Ihnen. Unmöglich. Wenn alle anpacken? Sie werden aber nicht alle anpacken. Die Leute haben gar kein Interesse an einer Stadtmauer und kein Geld und keine Zeit. Wenn Gott es Ihnen ins Herz gibt... Ich weiß ja nicht, Nehemia, welche Wunder Sie für möglich halten. Aber ist Ihnen klar, dass es schon ein Wunder größten Kalibers sein müsste, wenn dieser Haufe selbstsüchtiger, geldgieriger und risikoscheuer Individualisten eine solche Aufgabe anpacken würde? Sie scheinen keine gute Meinung von Ihren Mitbürgern zu haben. Sie kennen sie noch nicht. Aber Gott kann es machen, dass sie alle... Ja, selbst wenn, es sind viel zu wenige. Die Stadt ist bei Weitem noch nicht so dicht bevölkert wie damals, als diese Trümmer noch Mauern waren. Umso länger wird es dauern. Das heißt, umso schneller müssen wir anfangen. Ich gebe zu, dass die Voraussetzungen in dieser Hinsicht nicht gut sind. Aber sonst... Ich habe die Zusage für gutes Holz. Steine gibt es noch genug. Und an Sanballat haben Sie auch gedacht? Den persischen Gouverneur in Samaria? Was hat der damit zu tun? Glauben Sie, der lässt Sie so einfach bauen? Da kennen Sie ihn aber schlecht. Ehrlich gesagt, ich kenne ihn gar nicht. Das merkt man. Und Tobias auch nicht, den Gouverneur bei den Ammonitern? Nein. Wie können Sie nur glauben, die ließen Sie ohne Gegenwehr Ihren Einflussbereich beschneiden? Es wären schlechte Politiker, wenn Sie nicht bald den Braten riechen würden. Schlechte Menschen sind Sie ja, aber keine schlechten Politiker. Was meinen Sie mit den Braten riechen? Nehemia, Jerusalem war einmal eine mächtige Hauptstadt. Aber im Augenblick ist es ein Dorf, ein Provinznest auf Trümmerbergen. Darum ist das ganze Land den Machtsphären der großen Nachbarn zugeschlagen. Und die können sich an den 10 Fingern abzählen, dass Jerusalem wieder zum Mittelpunkt des ganzen Landes wird, wenn es erst einmal wieder eine richtige Stadt ist und wenn es das Format einer wirklichen Metropole bekommt. Sie haben recht. Sie werden Ihren Einfluss schwinden sehen. Aber das wird sich nicht vermeiden lassen. Ja, und wie wollen Sie sich wehren, wenn Sie eine Armee schicken? Der Perserkönig ist weit. Das Volk muss sich verteidigen. In einer Hand den Spieß und in der anderen die Maurerkelle. Wie? Ach nee, Mia, Sie haben Vorstellungen. Warum nicht? Das geht alles, wenn Gott Sie dazu bewegt. Ja, machen Sie, was Sie wollen. Ich gehe jetzt schlafen. Aber stolpern Sie nicht. Wäre schade, wenn der Aufbau einer Weltstadt wegen eines verstauchten Knöchels scheitern müsste. Gute Nacht. Sie sind Abraham? Ja. Sie wollen verreisen. Ich sehe, dass die Kamele gesattelt werden und die Herde zusammengetrieben wird. Verreisen ist gut. Auswandern will ich. Auswandern? Aber warum? Geht es Ihnen nicht mehr gut in Ur? Es ist eine reiche Stadt. Es ist eine reiche Stadt, ja. Und auch ich bin reich, aber weder Wohlstand noch Armut ist der Grund, weshalb ich auswandere. Weder Gesundheit noch Streit mit anderen. Sondern? Gott hat es mir geboten. Aha. Und wohin werden Sie auswandern? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Nein. Aber das ist doch unmöglich. Ich meine, Sie müssen doch ein Ziel haben. Gott hat gesagt, er will mir das Land zeigen. Sind Sie ganz sicher, dass er das auch tut? Natürlich. Und wenn es nun ein hartes Land ist, unfruchtbar und ohne Regen oder voller Feinde? Das ist Gottes Verantwortung. Ich bewundere Ihren Mut. Es ist kein Mut. Im Gegenteil, ich habe Angst vor dem, was kommt, wenn ich es ehrlich sagen soll. Ja, verständlich. Wenn man sein Volk verlässt und seine Familie, die in Krisenzeiten helfen kann, dann hat man ja überhaupt keine Sicherheit mehr. Das stimmt. Aber meine Sicherheit ist Gott selbst und sein Auftrag. Entschuldigung, aber ist das nicht reichlich wenig? Ich meine, wenn es wirklich Hunger gibt, können Sie Gottes Wort nicht essen. Und wenn Sie gegen Feinde kämpfen müssen, ist das Wissen von Gott beauftragt zu sein, also wesentlich weniger wert als ein kräftiger Mann mit einem Schwert. Es stimmt, dass es eine unsichere Reise ist, die ich anfange. Deshalb habe ich ja auch Angst. Aber es stimmt nicht, dass ich hilflos bin. Gottes Auftrag ist mehr wert als eine ganze Armee Bewaffneter. Und das Wissen, dass er mich begleitet, wird auch in Krisen helfen. Er selbst wird helfen. Ich weiß nicht, ob ich Sie bedauern oder bewundern soll. Tun Sie beides nicht. Beneiden Sie mich lieber. Denn so schwer mein Weg auch sein wird, es wird ein guter Weg sein. Denn Gott ist mit mir. Na, also jedenfalls wünsche ich Ihnen eine gute Reise, Abraham.
Verzeihung, wer sind Sie denn? Mose bin ich. Mose, war das nicht der, der damals... Richtig, der damals am Hofe Pharaos war der Einzige aus dem Volk der Hebräer, der eine höhere Bildung genossen hat. Ja, das Alter könnte stimmen, das ist jetzt einige Jahrzehnte her. Aber dann, reden wir nicht mehr drüber. Doch, reden wir ruhig darüber. Dann erschlug ich einen Ägypter und musste fliehen. Und was führt Sie jetzt wieder hierher? Ich will das Volk aus Ägypten führen. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Ich will das Volk aus Ägypten führen. Das ist ein absurder Einfall als Entschuldigung, aber... Das ist überhaupt kein Einfall. Das ist ein Auftrag Gottes. Ein Auftrag Gottes? Des Gottes der Hebräer? Ja. Er hat mich angesprochen, als ich in der Wüste der Midianiter war. Und er hat mich hergesandt. Aber das ist doch völlig unmöglich. Doch. Aus einem brennenden Dornbusch hat er zu mir geredet. Das meine ich nicht. Ich meine, es ist doch völlig unmöglich, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Das habe ich Gott auch gesagt. Dort, beim brennenden Busch. Und? Was hat Gott geantwortet? Er wollte mit mir sein, hat er gesagt. Er will auch Zeichen seiner Wundermacht sehen lassen. Zum Beispiel, dass ich meinen Stab in eine Schlange wandle. Also nehmen Sie es mir nicht übel, aber solche Sachen zeigen die Zauberer am Königshof jeden Tag. Ein ganzes Volk aus der Sklaverei zu befreien, dazu braucht man mehr als ein paar kleine Kunststückchen. Er hat auch gesagt, dass mein Bruder für mich reden soll, weil ich eine schwere Zunge habe. Noch nicht einmal selber reden können Sie, und da wollen Sie, ein alter Mann von 80 Jahren, dazu ein steckbrieflich Verfolgter, eine solche politische Großtat vollbringen. Also schlagen Sie sich das aus dem Kopf, Mose. Das kann einfach nicht gelingen. Im besten Fall endet es mit einem Blutbad, wenn Pharao den Aufstand durch seine Armee niederschlagen lässt. Ja, davor habe ich auch Angst. Ja, also, lassen Sie die Finger davon. Ich kann es nicht. Gott sendet mich. Gott kann nicht einen Mann zu einem aussichtslosen Unternehmen senden. Wenn Gott dazu sendet, ist es nicht aussichtslos. Worauf gründen Sie nur Ihren Optimismus, wo alle vernünftigen Argumente dagegen sprechen? Es ist kein Optimismus. Im Gegenteil, ich gehe nur zitternd an das Werk. Es ist Vertrauen. Und worauf gründen Sie Ihr Vertrauen? Darauf, dass Gott noch nie sein Wort gebrochen hat. Dann kann ich Ihnen nur wünschen, dass er es auch diesmal nicht tut. Und dass Sie auch richtig hingehört haben, als er den Befehl gab. Ich hätte lieber nicht gehört. Aber sein Auftrag war nicht zu überhören. Viel Erfolg, Mose. Zitternder, ängstlicher Mose für Ihre Revolution, für Ihr großes Werk der Sklavenbefreiung. Es ist nicht mein Werk. Es ist Gottes Werk. Dass ich das noch mal erleben darf. Was meinst du, Fremder? Nach dem berühmten alten Propheten Samuel zu sehen. Halt man mich schon für tot? Das nicht, aber seit langem haben Sie sich zurückgezogen und nicht mehr öffentlich geredet. Ich habe meine Pflichten erfüllt. Sicher, aber nicht, dass ich einem alten Mann nicht einen wohlverdienten, ruhigen Lebensabend gönnen würde. Aber die wirren Zeiten schreien geradezu nach einem Propheten, der ein klares Wort zur Lage sprechen kann, ein Wort von Gott. Die Zeiten waren schon immer wirr. Nicht immer so sehr. Denkst du an die Philister, die erstarken und aggressiv werden? Sie sind gut informiert. Man tut, was man kann. Denkst du, nur weil ich ein Greis bin, der nicht mehr weit gehen kann, sei ich von der Welt abgeschlossen? Oft kommen Reisende hier in Rama durch, wenn ich vor dem Haus sitze und meine alten Glieder von der Sonne wärmen lasse. Dann sind Sie auch über die beängstigenden Vorgänge am Königshof informiert. Allerdings. Und das sagen Sie so gelassen. Aber Samuel, Sie selbst haben doch Saul damals zum König gesalbt. Und wenn dieser Saul nun, man wagt es ja nur hinter vorgehaltener Hand zu sagen, wenn dieser Saul nun dem Wahnsinn immer näher kommt, dann lässt Sie das kalt? Es lässt mich nicht kalt, es bedrückt mich zutiefst. Aber Sie tun nichts dagegen. Was sollte ich gegen seinen Wahnsinn tun? Es ist der Wahnsinn dessen, der sich selbst überschätzt, der sich selbst zu einer Art Gott machen will. Das habe ich ihm gesagt und mir ist nichts zu sagen. Zu helfen ist ihm nicht, weil er sich nicht helfen lassen will. Aber wenn Sie ihm ernsthaft ins Gewissen reden... Es ist zu spät. Der Herr hat ihn verlassen. Schrecklich. Aber wenn Saul nicht mehr zu retten ist, dann muss es doch ein Chaos geben. Das heißt doch, dass Sie erst recht jetzt etwas tun müssen, Samuel. Sie sind die letzte Autorität, die es im Lande gibt. Was zu tun war, habe ich getan.
Sie haben... Was meinen Sie damit? Warte nur, bis es zutage tritt. Ich will nicht gewaltsam in Sie dringen, Samuel, aber weil das Gerücht sowieso durchs Land schwirrt, wage ich mal direkt danach zu fragen. Denken Sie an den jungen Mann aus Bethlehem? Oh, so ein Gerücht schwirrt durch das Land? Ja, und es besagt, dieser David solle der Nachfolger Sauls werden. Man erzählt sich in Bethlehem, sie hätten ihn gesalbt. Niemand weiß natürlich offiziell, was das bedeutet. Aber wer ein bisschen Einblick hat... Ich habe in Bethlehem ein Opfer gebracht und Isai mit seiner Familie eingeladen. Ist das so was Besonderes? Durchaus nicht. Ungewöhnlich ist nur, dass sie einen der Söhne gesalbt haben. Und zwar ganz gezielt den Jüngsten, nachdem sie alle anderen 6 vorher Revue passieren ließen. Das hat doch was zu bedeuten. Meinst du? Sie müssen nicht mehr sagen, Samuel. Ich weiß, dass das gefährlich für Sie ist. Schließlich ist Saul noch König und sitzt fester im Sattel denn je. Und eifersüchtig ist er auf seine Herrschaft bedacht. Dann sprichst du auch keine unbedachten Worte. Wir sind unter uns, niemand hört zu. Außerdem rätsel ich nur. Ich überlege zum Beispiel, was es wohl zu bedeuten hat, dass eben jener David ganz zufällig an den Königshof kam, weil er Harfe spielen kann. Und dass er als Einziger den Mut hatte, dem Philister Goliath entgegenzutreten. Sie kennen doch die Geschichte. Den Glauben. Wie? Du sagtest, er habe als Einziger den Mut gehabt und ich verbesserte den Glauben. Aha, ja, das hängt eng zusammen. Richtig, fahre fort mit deiner Überlegung. Nun, ich frage mich auch, was es zu bedeuten hat, dass die Frauen auf den Straßen singen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. So, singen sie das? Ja, und Saul macht eine finstere Miene, wie ich mir sagen ließ. Dann ist es gut. Was ist gut? Die Dinge nehmen ihren Lauf. Aber Samuel, Sie können die Dinge nicht einfach ihren Lauf nehmen lassen. Sie müssen den Lauf der Dinge steuern. Das tut Gott. Also, da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht will Gott, dass Sie ihm dabei helfen. Ich meine, dass Sie Saul Kraft ihrer Autorität für abgesetzt erklären und... Verzeihung, ich sollte das nicht so laut sagen. Bedenken Sie doch, wie viel Blutvergießen damit vermieden werden könnte. So wie es jetzt läuft, ist Blutvergießen unvermeidlich. Sowohl beim Kampf mit den Philistern, wenn wir keine klare und fähige Führung haben, als auch bei einem Bürgerkrieg, wenn Saul mit einem Rivalen kämpft, wer auch immer das sagt. Ich kann Saul nicht einfach absetzen. Ja, sicher ist das nicht ungefährlich, aber ich... Du verstehst mich doch falsch. Ich kann ihn nicht absetzen, weil ich ihn gesalbt habe. Man kann so etwas nicht einfach rückgängig machen. Dann muss schon der Herr selbst eingreifen. Aber wenn Sie David auch gesalbt haben, dann haben Sie da nicht schon automatisch die Salbung Sauls für ungültig erklärt? Du lässt aber auch nicht locker. Ich vergaß, dass Sie sich nicht festlegen wollen. Es reicht, wenn Gott sich festgelegt hat. Und Sie sind sicher, das hat er? Ganz sicher. Jetzt verstehe ich Ihre Gelassenheit besser, Samuel. Dann sei du auch nicht ängstlich und nervös, sondern warte es ab, wie Gott alles zu einem guten Ende bringt. Gefällt Ihnen unsere Stadt? Nein. Nein? Na, hören Sie mal, diese prachtvolle Stadt mit ihren mächtigen Mauern, prunkvollen Toren, herrlichen Palästen, riesigen Türmen, die ist Ihnen nicht schön genug? Was für Maßstäbe haben Sie denn, wo Sie aus der hintersten Provinz kommen? Sie verstehen mich falsch. Das ist alles schon sehr prächtig hier, aber eben, es ist alles so sündhaft. So sündhaft? Unsere Paläste und Türme sind sündhaft. Nein, ich meine natürlich die Menschen. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Das weiß doch jeder. Der ganze Staat ist auf Eroberungen aufgebaut und... Seien Sie vorsichtig mit politischen Äußerungen, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben soll. Das werde ich ganz laut sagen. Es ist schließlich die Wahrheit, die auch Ihre obersten Herren nicht bestreiten können. Ja, das werden Sie wohl auch nicht bestreiten, wo Sie doch so stolz sind auf Ihre erfolgreichen Kriegszüge. Na also,
Die ganze Pracht hier ist erkauft mit dem Elend unterworfener Völker. Aber was wollen Sie machen? Das ist eben das Recht des Stärkeren. Das Recht des Stärkeren ist überhaupt kein Recht. Sagt der Schwache und der Starke lächelt nur. Bis es ihm selbst an den Kragen geht. Wer wollte denn Ninifee an den Kragen gehen? Er müsste doch stärker sein. Aber so jemanden gibt es nicht. Doch. Gott. Gott? Wir bringen ihm regelmäßig die schuldigen Opfer. Warum sollte er gegen uns sein? Sie verstehen mich falsch. Ich rede nicht von dem Gott Ninives, der doch gar kein wirklicher, lebendiger Gott ist. Ich rede von dem Gott Israels, von dem der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieser Gott Israels will Ninive an den Kragen, meinen Sie? Er will nicht nur, er wird. Keinen Stein wird er auf dem anderen lassen. Ganz Ninive wird vernichtet, wenn es nicht umkehrt und sich radikal ändert. Dass ich nicht lache. Also ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Fremder. Wie war doch gleich Ihr Name? Jonah. Richtig, Jonah. Also ich will Sie ja nicht beleidigen. Aber das ist doch einfach lächerlich. Das Lachen wird Ihnen noch vergehen. Also wissen Sie, Herr Jonah, ich bin ein toleranter Mensch und achte die Religionen anderer. Aber achten Sie auch unsere und spielen Sie sich nicht als Richter über unsere Moral auf. Ich will gar kein Richter sein. Das ist Gott selbst. Ich bin nur sein Bote. Sein Bote? Was heißt das? Ich werde dieser Stadt sagen, dass sie in 40 Tagen untergeht. Sie wollen dieser Stadt? Ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Sie haben sehr genau gehört. Dieser riesigen Stadt werde ich predigen, dass sie in 40 Tagen dem Erdboden gleichgemacht wird. Aber sonst geht's Ihnen noch gut. Wie? Oder haben Sie Fieber? Ich bin noch im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, wenn Sie das meinen. Das meine ich, ja. Hören Sie mal, Jonah. Das ist eine Aufgabe, an der Sie sich die Zähne ausbeißen. Wem sagen Sie das? Wenn man Ihnen die Zähne nicht schon vorher einschlägt. In einer Kriegernation ist man nicht zimperlich. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und was heißt hier 40 Tage? Sie brauchen sie allein schon, um auf allen Plätzen ein einziges Mal zu predigen. Wann wollen Sie dann in die Straßen und Bürgerhäuser, in die Spelunken und Kasernen, ganz zu schweigen vom Königspalast? Unmöglich. Richtig. Sagen Sie mal, Sie geben mir dauernd recht. Glauben Sie denn auch, dass es unmöglich ist? Davon bin ich fest überzeugt. Ja, warum versuchen Sie es denn dann überhaupt? Gott hat mich geschickt. Und weil Sie meinen, Ihr Gott hätte Sie geschickt, gehen Sie einfach so los und versuchen, ein Weltreich umzukrempeln. Einfach so? Das trifft nicht zu. Ich habe mich gesträubt, mit Händen und Füßen. Ich bin sogar geflohen vor dem Auftrag. Übers Meer. Aber Gott hat mich auf abenteuerliche Weise im Bauch eines Fisches zurückgeholt. Verehrter Herr Jonah, oder wie Sie heißen. Also entweder haben Sie nicht alle Tassen im Schrank, oder Sie sind der interessanteste Typ, der mir je begegnet ist. Reden Sie nicht von mir. Reden wir von Ihnen und Ihrer Stadt. Und von Gott. Verzeihung, ich kenne Sie doch irgendwoher. Laufen Sie nicht weg, ich tue Ihnen hier doch nichts. Ich wüsste nicht, dass wir uns schon mal gesehen haben. Jeremia! Jetzt weiß ich es wieder, Jeremia! Es stimmt, der bin ich. Aber bitte verraten Sie mich nicht. Nein, bin auch nicht gut, auf den König zu sprechen. Was aber nicht unbedingt heißt, dass ich auf Ihrer Seite stehe. Wichtig ist, ob Sie auf Gottes Seite stehen. Ja, sehen Sie, da habe ich eben so meine Zweifel, ob Sie wirklich die Stimme Gottes sind. Nichts für ungut, verehrter Herr Jeremia, aber... Ich kann mir nicht denken, dass Gott so schlecht auf uns zu sprechen ist, wie Sie uns immer glauben machen wollen. Was Sie sich denken können, ist nicht entscheidend. Ich weiß, sondern was Gott selber sagt. Aber sagt er das wirklich, was Sie immer predigen? Ich meine, man muss das doch prüfen können. Sonst könnte ja jeder kommen und behaupten, er rede im Auftrag Gottes. Und Sie haben meine Worte geprüft? Naja, geprüft wäre vielleicht zu viel gesagt, aber... Also, Sie leuchten mir nicht ein. Es leuchtet Ihnen nicht ein, dass Gott strafen will?
dass er sich die Sünde des Volkes nicht länger gefallen lässt? Dass er nicht zusehen kann, wie man sein Gebot mit Füßen tritt? Wie man fremde Götter anbetet und ihn vergisst? Das leuchtet Ihnen nicht ein? Ja, wenn Sie das so sagen. Ich sage es so, wie es ist. Aber damit kommen Sie doch nicht weit, Jeremia. Sie sehen doch, wohin Sie Ihr Fanatismus führt. Nun müssen Sie sich vor dem König verstecken. Und der zerreißt, wenn man dem Hofklatsch glauben kann, ihre mühevoll geschriebenen Pergamente und wirft sie in das Kaminfeuer. Was hat das Ganze denn gebracht? Der König ist gewarnt. Ja, aber er hört nicht darauf. Das Volk ist auch gewarnt. Das hört genauso wenig. Das wusste ich vorher. Wie bitte? Ich wusste vorher, dass niemand hören würde. Ja, aber warum um alles in der Welt haben Sie die ganze gefahrvolle Unternehmung denn überhaupt erst in Szene gesetzt, wenn sie doch nichts einbringt? Gott wollte es so. Gott wollte, dass alle gewarnt werden vor dem Gericht, obwohl das nichts nützt, obwohl er wusste, dass niemand sein Verhalten ändert? Niemand ist nicht ganz richtig. Einige wenige hören auf Gottes Wort. Einige wenige, die wären auch so fromm gewesen. Ich will Ihnen einen guten Rat geben, Jeremia. Wenn Sie wollen, dass mehr Leute auf Sie hören, dann müssen Sie aufhören mit Ihren sauertöpfischen Reden. Das lockt doch keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Wenn ich nicht sagen darf, was ich sagen soll, hat es gar keinen Zweck, dass ich überhaupt rede. Aber das Wie, Jeremia, das Wie. Ich sag ja nichts gegen Ihre Methoden, die sind attraktiv. Mal haben Sie einen Krug öffentlich zerschmettert, mal kamen Sie mit einem Joch auf den Schultern zum Tempel. Das erregt Aufsehen, das ist gut. Aber dann Ihre Botschaft. Immer Gericht, immer Strafe, immer Zorn Gottes. Wer bin ich, dass ich an Gottes Botschaft etwas ändern könnte? Nicht ändern, aber andere Akzente setzen. Es klingt immer alles so schrecklich negativ bei Ihnen. Setzen Sie doch mal positive Akzente. Wie gerne würde ich das tun, aber ich kann nicht. Na, ob Sie das gerne täten, bezweifle ich. Ich fürchte, Sie sind ein von Natur aus pessimistischer Mensch. Ganz und gar nicht. Vielleicht glauben Sie es nicht, aber ich leide furchtbar unter der Botschaft, die ich zu bringen habe. Wirklich? Wirklich. Natürlich auch unter der Erfolglosigkeit. Aber warum halten Sie dann nicht einfach den Mund? Weil Gott das nicht zulässt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Gott zulässt, dass ein Bote nur verlacht und verfolgt wird. Das setzt es sich doch selber der Lächerlichkeit aus, als wenn er zu schwach wäre, sich Achtung zu verschaffen. Eben. Und darum wird er sich Achtung verschaffen. Er wird das letzte Wort behalten. Und bis dahin wollen Sie weiter predigen und warnen? Ja. Und weiter leiden an Ihrem gefährlichen und erfolglosen Auftrag. Ja. Ach, Jeremia, Ihnen ist nicht zu helfen. Mir wohl, aber dem gottlosen Volk nicht. Na, aufgeregt, Daniel? Warum sollte ich aufgeregt sein, wenn ich eben vom Gebet komme? Das Gebet lässt ruhig werden und gibt einen klaren Blick. Aber wohl kaum, wenn es nicht mit einem ordentlichen Amen abgeschlossen wurde. Und soweit ich mitbekommen habe, hat ein Greifkommando Sie recht unsanft dabei unterbrochen. Das stimmt, ja. Sozusagen auf frischer Tat ertappt. Diesen Ausdruck gebraucht man nur, wenn man jemanden bei einer unrechten Handlung beobachtet hat. Man hat Sie bei einer unrechten Handlung beobachtet. Seit wann ist es unrecht zu beten? Seit Darius eine Verordnung erlassen hat, wonach niemand im Reich von jemand anderem etwas erbitten darf als vom König selbst. 30 Tage lang. Ich kann doch meinem Gott gedankt haben. Wer will mir denn beweisen, dass ich etwas von ihm erbat? Machen Sie sich nichts vor. Mit solchen Spitzfindigkeiten kommen Sie nie durch. Es war auch nur ein Scherz. Ich weiß natürlich auch, dass Sie mir daraus einen Strick drehen können. Dann wundert's mich, dass Sie noch zu Scherzen aufgelegt sind. Die Sache ist ernster, als Sie zu denken scheinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Darius auf diese heimtückischen Intriganten eingeht. Schließlich habe ich ihm jahrelang in großer Treue gedient. Nie war er mit mir unzufrieden, im Gegenteil. Ich genieße sein volles Vertrauen. Zugegeben, aber Sie vergessen, dass der Stuhl eines Politikers immer eine Art Schleudersitz ist, besonders wenn man so viele Neider hat. Ich bin kein selbstständiger Politiker, sondern ein Verwaltungsfachmann. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Ich weiß, und Sie sind sogar ein ausgezeichneter Verwaltungsfachmann. Und eben weil Sie kein Politiker sind, geht Ihnen jeglicher Sinn für Diplomatie ab. Was meinen Sie damit? Ein Politiker muss sich mit viel Fingerspitzengefühl am diplomatischen Spiel beteiligen, muss Pläne und oft auch Intrigen spinnen, muss eine gute Nase für Gefahren haben und wissen, wann er nachgeben und wann er auftrumpfen sollte. Sie meinen, zu all dem bin ich unfähig. Allerdings. Woran sehen Sie das? Na, hören Sie mal. Sie wussten von dem Gebot und haben trotzdem gebetet.
Und das nicht etwa abends heimlich unter der Bettdecke, sondern dreimal am helllichten Tag und auch noch bei offener Balkontür. Man kann doch nicht eine gute geistliche Gewohnheit einstellen, nur weil ein paar Neider hinter der Gartenmauer auf der Lauer liegen. Nicht wegen der Neider, aber wegen des königlichen Gebotes. Vorher mag das ja eine gute geistliche Gewohnheit gewesen sein, wie Sie sagen. Das will ich nicht beurteilen. Aber nachdem das Gebot erlassen war, war es religiöser Starrsinn. Ein Glaube, an dem man nur in guten Zeiten festhält, ist nichts wert. Aber man muss sie doch in Krisenzeiten nicht zum Markte tragen oder auf dem Balkon zelebrieren. Doch, gerade dann. Warum, Daniel? Warum sich in Gefahr begeben, wenn es gar nicht nötig ist? Es ist ja nötig. Verstehe ich nicht. Mein Glaube ist nicht meine private Angelegenheit. Sehen Sie, viele Menschen in diesem Land sollen den lebendigen Gott kennenlernen. Manche haben sich ein Beispiel an mir genommen. Wie können Sie in dunklen Zeiten treu bleiben, wenn Sie sehen, dass ich untreu bin, ganz zu schweigen von den Feinden Gottes? Wie kann ich Sie gewinnen, wenn Sie sehen, wie schnell ich zurückstecke? Aber wenn Sie in der Löwengrube landen, ist es mit Ihrer Mission auch vorbei. Erstens steht noch nicht fest, ob ich zu den Löwen muss. Da kennen Sie das Gesetz der Meder und Perser schlecht, das nie gebrochen werden darf. Und zweitens kann es durchaus eine gute Wirkung haben, wenn die Menschen sehen, dass ich für meinen Gott auch mein Leben lasse. Ja, das mag schon sein. Sowas beeindruckt immer sehr. Aber ich sehe darin kein erstrebenswertes Ziel. Und drittens kann es ja auch sein, dass die Löwen mich gar nicht zerreißen. Nicht zerreißen? Sie meinen, weil sie zu satt sind? Also die Hoffnung können Sie vergessen. Die Bestien haben seit Wochen nichts gekriegt. Ehe sie auf dem Boden des Grabens angekommen sind, werden sie in Fetzen gerissen sein. Sie verstehen mich falsch. Ich vertraue nicht darauf, dass die Löwen keinen Hunger haben. Ich vertraue auf Gott. Also wissen Sie, Ihr Glaube mag ja beeindruckend sein. Ich zweifle nur, ob sich auch die Löwen davon beeindrucken lassen. Das wird nicht nötig sein, wenn Gott ihnen den Rachen zuhält. Ich fühle mich bestätigt in meiner Meinung, dass Sie dem religiösen Starrsinn verfallen sind. Warten Sie es ab. Ja, warten wir es ab. Nur schade um Sie. Sie waren eigentlich ein netter Mensch und ein ausgezeichneter Verwaltungsfachmann. Ich hoffe nur, dass Ihr Gott stärker ist als die Raubkatzen. Wenn ich Ihnen noch einen guten Rat geben darf, falls die Löwen Sie nicht gleich verspeisen, treten Sie wenigstens in Ihrem Glaubensübermut den Bestien nicht auf den Schwanz. Vielen Dank. Und wenn auch ich Ihnen einen guten Rat geben darf, fangen Sie an, zu dem lebendigen Gott zu beten. Es muss auch nicht gleich auf dem Balkon sein. So viel Unordnung ist man bei dir gar nicht gewöhnt, Levi. Ach, du bist... Ja, du hast recht, aber wenn eine große Feier zu Ende ist, steht selten etwas an seinem gewohnten Platz. Fass mir doch mal bitte einen Tisch an hier. Ja. So. Du bist nicht an deinem gewohnten Platz, Levi. Ja, so ist es. An dem Platz werde ich nie mehr sein. Man soll nie, nie sagen. Und warum nicht? Ich habe erkannt, dass der alte Weg falsch war und ich will ihn nie mehr betreten. Falsch? Gut, er ist nicht gerade... Ein hochehrenwerter Broterwerb, den Leuten im Auftrag der Römer das Geld aus der Tasche zu ziehen und manchmal auch ein bisschen mehr, als Römer verlangen. Aber was sollst du, hast gut verdient dabei. Du kannst mich nicht zurückholen, jetzt nicht mehr. Will ich gar nicht. Unzählige Leute reißen sich um diesen einträglichen Posten. Ich will nur wissen, was mit dir vorgegangen ist. Ich sagte doch, ich habe diesen Weg als falsch erkannt. Ihr schiebt mir doch mal bitte die Schüsseln rüber. Ja, aber Levi, früher hast du doch nie davon geredet. Da war dir die Moral gleichgültig. Hauptsache die Kasse stimmt. Ja, eben, und genau das war verkehrt. Ja, und was hat diesen plötzlichen Gesinnungswandel ausgelöst? Jesus. Jesus? Ich weiß, dass er da war und dich aufgefordert hat, mit ihm zu kommen. Das erzählt man sich überall. Aber das ist keine befriedigende Antwort. Es muss doch mehr dahinter stecken als der Appell eines Wanderpredigers. Nein, sicher. Ich hatte schon manches Mal darüber nachgedacht, ob das richtig ist, was ich hier tue. Insofern war ich ein wenig vorbereitet. Aber ich fand nicht heraus. Ich hatte keinen Mut. Ich hatte keine Kraft zu einem Neuanfang. Und als Jesus kam? Als Jesus kam, war alles anders. Was war anders? Er sagte, folge mir. Ich weiß, was er sagte. Aber das allein kann doch nicht der Grund sein. Es muss doch noch irgendetwas Besonderes passiert sein. Irgendein Grund auch zu tun, was er verlangte. Wenn ich dich aufgefordert hätte, hinter mir herzugehen, hättest du es doch sicher nicht getan. Das kannst du doch nicht vergleichen. Er ist eben kein gewöhnlicher Mensch.
Was ist denn nur so ungewöhnlich an ihm? Es ist schwer zu beschreiben. Seine Vollmacht, seine Weisheit, seine Liebe, ja eben seine ganze Persönlichkeit. Und so etwas reicht, um dich zu einer völligen Änderung deines Lebensstils zu veranlassen? Veranlassen, das klingt so, als hätte er mich überredet. Es war aber ganz anders. Er selbst hat die Änderung in mir bewirkt. Er hat mir ein neues Leben geschenkt, aber ohne mich zu zwingen. Das verstehe ich nicht. Ja, du hättest ihn selbst kennenlernen sollen, dann könntest du mich verstehen. Und deshalb habe ich ja auch alle meine Kollegen eingeladen. Sie sollten ihn persönlich kennenlernen. Hier, hilf doch mal bitte, das Tischtuch zusammenzulegen. Gern. Was ich noch wissen wollte, wann bist du ihm denn gefolgt? Wie denn? Wann? Na, am nächsten Tag oder schon am Abend oder wann? Nee, gleich. Gleich? Sofort. Ja, aber du musst da erst deine Einnahmen abrechnen, die Kasse schließen und die Bücher... Ach, was Bücher hin, Bücher her. Wenn Jesus ruft, muss man gleich folgen. Scheint dich ja wirklich ungeheuer fasziniert zu haben, dein Jesus. Ach, glücklich gemacht hat er mich, überglücklich. Darum habe ich ihn auch eingeladen. Ich wollte meine Freude ausdrücken, meine Dankbarkeit, verstehst du? Hier sind noch ein paar Feigen übrig. Greif nur zu. Ja, danke. Schön süß. Aber Levi, die Zöllner, die du eingeladen hast, ich meine, denen gegenüber hattest du doch keinen Dank abzustatten. Nein, die wollte ich nur mit Jesus in Verbindung bringen. Weißt du auch, dass du damit ziemlichen Ärger ausgelöst hast? Ärger? Ja, die Pharisäer haben das alles sehr argwöhnisch beobachtet. Ach so, die, das weiß ich schon, ja. Aber sie haben sich nicht über mich geärgert, sondern über Jesus, weil er sich nicht zu schade war, mit so einer Gesellschaft, wie wir sind, zu tafeln. Ja, das hätte er sich vorher denken können, dass er damit Anstoß erregt. Hat er sicher auch. Aber sollte er mit Rücksicht auf die dünkelhaften Schriftgelehrten sich von uns distanzieren? Du verteidigst ihn besser, als er selber könnte. Nein, er hat selbst ein klares Wort dazu gesagt. Man hatte ihm nämlich hinterbracht, was die Heuchler draußen zum Bänkern hatten. Und was denkst du, hat er geantwortet? Ja, du sagst schon, ich bin nicht in der Stimmung für Rätsel. Außerdem weiß man bei deinem Jesus nie, was er macht. Er handelt immer anders als andere Leute. Jedenfalls weiß ich, dass er euer Festmahl nicht verlassen hat. Im Gegenteil, er hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu retten und nicht die Gerechten. Das heißt, er sieht die Sünde als eine Art Krankheit. Genau, so wie ich es empfunden habe, bevor ich ihn kennenlernte. Und er will da heraushelfen? Eben. Und bei dir hat er das auch fertiggebracht? Das sag ich doch die ganze Zeit. Nur wirf mir doch bitte mal das Sitzkissen rüber. Bist du nicht die Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher? Ja. Du warst doch sehr krank, nicht wahr? Ja. Und jetzt bist du wieder gesund? Ja. Sag doch nicht immer nur ja. Erzähl mir doch ein bisschen. Nein. Hä? Ich soll nichts erzählen, hat mein Vater gesagt. Warum denn nicht? Jesus wollte nicht, dass es bekannt wird. Ja, es ist ja sowieso schon bekannt. Jeder weiß, dass du schwer krank warst. Ja, einige behaupten sogar, du wärst tot gewesen. Das sagt mein Vater auch. Und meine Mutter. Und du, was sagst du? Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich tief geschlafen habe. Geschlafen? Ja, und vorher, da hatte ich große Schmerzen und mir war ganz schlecht und heiß. Und wie du so krank warst, da hat dein Vater dann Jesus gesucht? Nein, am Anfang nicht. Er hat gesagt, die Obersten hielten nicht viel von ihm. Aber er hat doch Jesus aufgesucht und ihn gebeten, dich gesund zu machen. Das war erst später, als der Arzt nicht wusste, was er machen sollte. Mutter hat geweint und Vater ist losgelaufen, um Jesus zu suchen. Und dann kam er auch? Nein. Nein, aber er war doch da. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie Mutter weinte. Aber später? Ja, später, als ich wieder aufgewacht bin, da war er da. Und was tat er? Ich hab's vergessen, aber er stand da und sah mich freundlich an. Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Er hatte seine Hand auf meinen Kopf gelegt. Das war sehr schön. Und ich habe mich gar nicht mehr krank gefühlt. Und dann? Ich sollte aufstehen, hat er gesagt. Und du bist aufgestanden? Natürlich. Natürlich ist gut. Natürlich finde ich es eigentlich nicht, dass jemand aufsteht, der eben noch tot war. Sie glauben also auch, dass ich tot war? Ich muss es wohl glauben, obwohl es mir schwerfällt. Alle sagen ja, du wärst tot gewesen. Die Klagefrauen waren ja auch schon da. Schrecklich. Was ist schrecklich? Die Klagefrauen. Als mein Großvater gestorben war, da haben sie ihre traurige Musik gemacht und schrecklich gezetert.
Ich muss immer weinen, wenn ich das höre. Aber diesmal hast du es ja nicht mit anhören müssen. Nein, aber sie haben auch gar nicht richtig geweint, hat meine Mutter gesagt. Nicht? Nein, sie haben gelacht. Als Jesus gesagt hat, ich wäre nicht tot, ich würde nur schlafen, da haben sie gelacht. Ja, so ist das mit den Klagefrauen. Sie klagen eben nur, weil sie es bezahlt kriegen. Sie sind meistens nicht wirklich traurig. Weil sie mich nicht richtig lieb haben. Nur deine Eltern waren sehr traurig. Die haben dich sicher lieb. Und Jesus. Du meinst, Jesus hat dich so lieb wie deine Eltern, weil er dich gesund, weil er dich wieder lebendig gemacht hat? Nicht nur darum. Er hat mich eben lieb. Ich hab's gespürt. Und dann ist er wieder gegangen. Sie meinen, wie ich aufgestanden war? Ja. Hat er dann noch etwas gesagt oder sich nur verabschiedet oder wie? Er hat gesagt, meine Eltern sollen mir was zu essen geben. Zu essen? Eben vom Tod auferweckt und schon sollten die ans Essen denken. Na klar. Was meinen Sie, was ich für einen Hunger hatte? Und dann hat er noch gesagt, ach du Schreck, jetzt habe ich dir doch alles erzählt. Ach, Jesus wollte sicher nicht, dass da so eine Sensation draus wird. Deshalb solltet ihr das Wunder nicht an die große Glocke hängen. Er wollte, dass die Leute von Herzen an ihn glauben, weil sie ihn lieb haben. Nicht, weil er so großartige Dinge tun kann. Sie meinen, die Leute haben ihn nicht gern? Warum nicht? Ja, manche ärgern sich über ihn, weil er so anders ist. Er sagte ihnen, was sie falsch machen, aber sie wollten sich nicht ändern. Manche glauben auch einfach nicht, dass er Wunder tun kann. Ich glaube es aber. Ja, du bist doch noch ein Kind. Erwachsene zweifeln immer erst, wenn etwas geschieht, das es bisher noch nicht gegeben hat. Zum Beispiel, dass ein Toter wieder lebendig wird. Ich gebe zu, dass ich auch unsicher bin. Deswegen habe ich dich so genau ausgefragt. Ich weiß auch, dass sonst keine Toten lebendig werden. Aber bei Jesus ist das doch was ganz anderes. Er kann alles. Er kann alles, ja. Könnte man nur glauben wie ein Kind. Kann ich jetzt weiterspielen? Ja, Kind. Spiel nur. Freu dich deines Lebens und sei Gott dankbar dafür. Und bleib es auch, wenn du groß bist. Verzeihung, mein Herr. Ist hier noch frei? Ich will nicht aufdringlich sein, aber die Herberge ist klein. Setzen Sie sich nur. Habe heute schon durch einen Fremden viel Segen empfangen, der ein Stück auf meinem Wagen mit fuhr. Segen? Also den werden Sie durch mich nicht unbedingt erwarten können. Ich hatte wichtige geistliche Fragen und er konnte sie mir beantworten. Also da müsste ich passen. Aber ich hätte einige Fragen, wenn Sie die nicht als zudringlich empfinden. Na, fragen Sie nur. Sie sind so vornehm gekleidet und reisen mit kostbarem Gespann. Ich bin ein Minister. Oh. Minister? Genieren Sie sich nicht. Ein Minister ist auch nur ein Mensch. Ich bin ein Schatzmeister der Königin unseres Landes. Unseres Landes? Wenn ich Ihr Aussehen richtig deute, muss das irgendwo im Süden sein. Richtig. Wir nennen es Nubien. Bei Ihnen sagt man wohl Mohrenland dazu. Sie sprechen aber gut Hebräisch. Zwischen unseren beiden Ländern besteht traditionell eine gute Beziehung. Seit den Tagen Ihres früheren Herrschers Salomo, der unsere Königin zu Gast hatte. Die Gebildeten unseres Landes lesen ihre religiöse Literatur in der Originalsprache. Erstaunlich. Und doch musste ich hierher kommen, um sie zu verstehen. Ja, wir haben gute Schriftgelehrte, besonders in Jerusalem. Nein, das war es nicht. Die haben mich eher enttäuscht. Enttäuscht? Aber wieso denn das? Ja, sehen Sie, der religiöse Kult in Ihrem Volk ist nichts für mich. Ich gehöre nicht dazu, ich darf nur nicht einmal in den Tempel. Ja, den Tempel dürfen Sie nicht, das ist richtig. Aber sonst, die Weisheit der alten Schriften, die kenntnisreiche, fundierte Auslegung unserer Theologen, das ist doch was, was ich sehen lassen kann. Ich meine, unsere Religion kann sich durchaus messen mit anderen. Das ist es nicht. Ich suchte nicht etwas, was den Verstand befriedigt, sondern das Herz. Das Herz? Sie als Intellektueller? Glauben Sie, ein Intellektueller habe kein Herz? Natürlich haben Sie auch Gefühle. Aber wenn Sie Schatzmeister sind, du meine Güte, da können doch keine Wünsche offen bleiben. Andere würden sich die Finger danach lecken, nur ein Zehntel Ihres Monatssalärs im Jahr zu bekommen. Sie können sich doch alles kaufen, was das Herz begehrt. Meinen Sie das wirklich? Meinen Sie, wenn zum Beispiel mein Herz Geborgenheit und einen Sinn des Lebens begehrt, könnte ich mir das kaufen? Vielleicht habe ich mich etwas verkehrt ausgedrückt. Ich meine, wenn Sie in Saus und Braus leben können, keine Sorge haben, also ich meine keine äußeren Sorgen, ja, was wollen Sie denn da noch? Und geehrt werden Sie außerdem noch als Minister. Wenn Sie unzufrieden sind, was sollen denn wir kleinen Leute sagen? Ich verstehe Ihre Gedanken schon, aber glauben Sie mir, auch ein Reicher kann innerlich bettelarm sein. Und auch einer, der sich viele Vergnügungen leisten kann, sehnt sich manchmal vergeblich nach wirklicher Freude. Auch einer, der die Achtung vieler Menschen genießt, braucht die persönliche Zuwendung Gottes.
Wenn Sie das so sagen, leuchtet mir schon ein. Und deshalb haben Sie die religiöse Literatur gelesen? Ich wollte in Verbindung kommen mit dem Gott, von dem man bei uns lehrte, dass die Juden ihn anbeteten. Den einzigen wahren Gott, Erschaffer von Himmel und Erde. Und deswegen reisten Sie nach Jerusalem? Und wurde enttäuscht, richtig. Es tut mir leid um Sie, Herr Minister. Ich brauche Ihnen nicht leid zu tun. Denn jetzt habe ich ja gefunden, was ich suchte. Sie haben... Ich sprach doch eben von dem Fremden, der mit mir auf dem Wagen fuhr. Ah, und der hat ihn... Das war so. Ich las gerade Jesaja, Sie kennen doch sicher diesen großen Propheten. Aber natürlich, Jesaja, den kann ich fast auswendig. Gerade war ich an der Stelle, wo der Prophet davon spricht, dass jemand wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird. Da er gestraft und gemartert war, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Richtig, so hieß es da. Ich bedachte den ganzen Zusammenhang und überlegte, wer wohl hier gemeint sein könne. Wenn ich das richtig verstand, dann war hier von einem Opfer die Rede, das jemand aus Liebe brachte, um andere... vielleicht sogar mich von Schuld frei zu machen. Dann war jemand aus der ewigen Welt Gottes gekommen und hatte nicht nur religiöse Gedanken geäußert und Bücher geschrieben, sondern hatte sich selbst gegeben um der Menschen willen. Das war ein faszinierender Gedanke. Wenn es so etwas gäbe, dachte ich, dann wäre es genau das, was ich seit Jahren vergeblich gesucht hatte. Die Frage war nur, hatte ich das richtig verstanden und von wem redete der Prophet? Naja, an diesen Stellen haben unsere Theologen einige Mühe. Die übliche Auslegung geht dahin, dass unser Volk... Sie brauchen sich keine Mühe zu geben. Das Rätsel ist gelöst. Gelöst? Dann wissen Sie mehr als ich. Plötzlich stand da ein Mann. Ah ja, Ihr Mitreisender. Und der konnte Ihnen das erklären? Er sprach mich an. Ich bat ihn herauf auf den Wagen und er sagte, der Prophet rede hier von Jesus. Jesus? Was für ein Jesus? Der vor kurzem in Jerusalem gekreuzigt wurde. Ach, der Galiläer. Ja, ich habe davon gehört. Er wurde gekreuzigt, obwohl er unschuldig war. Fällt Ihnen etwas auf? Genau wie bei Jesaja angekündigt. Er hat viele Wunder getan. Ja, es wurde viel davon erzählt. Und damit hat er seine Göttlichkeit bewiesen. Und am dritten Tag nach seinem Tod ist er wieder auferstanden. Alles das hat der Mann mir erklärt, so dass ich gar nicht anders konnte, als es zu glauben. Und zwar in der Weise zu glauben, dass es auch für mich gültig war. Auch für Sie? Sie meinen, dass Gott auch die Nubier im Auge hat? Aber ja doch. Alle können nun zu seinem Volk gehören, wenn sie an ihn glauben. Zum Zeichen dafür lassen sie sich taufen. Das ist mir alles sehr neu. Wissen Sie, dieser Mann, der Ihnen das alles erzählt hat... Er ist nicht mehr da. Als er mich getauft hatte, war er schnell verschwunden. Aber gehen Sie doch mal nach Jerusalem und fragen Sie nach den Christen. Da werden Sie Leute finden, die Ihnen das alles erklären können. Vielen Dank für den Tipp. Und fröhliche Reise, Herr Minister.